Am ersten Sitzungstag nach der Pfingstpause ging es um schnelle Hilfsmaßnahmen. Horst Seehofer reiste aus dem Überschwemmungsgebiet an. Im Gepäck ein Maßnahmenpaket, das mit Angela Merkel erst wenige Stunden vorher am Donauufer besprochen wurde. Nach dem, was ich jetzt 2 Tage lang erlebt habe, mehrere Tage, es ist bedrückend, es ist schlimm, es verlangt von uns allen noch zusätzliche Anstrengungen. Aber ich denke, wir haben bei dem Umgang mit dieser Katastrophe allen Stolz, allen Grund, auf die unsere bayerische Bevölkerung stolz zu sein. Auszug aus Seehofers Plenumsrede. 250 Millionen Euro werden als schneller Feuerwehrfonds bereitgestellt, 100 davon aus Berlin. Dazu Baumaßnahmen wie Dämme oder Speicherseen. Gemeinwohl vor Eigeninteresse. Diese Formel sollen die Bauleitplanung eingehen. Die Abgeordneten aller Fraktionen waren darin einig. Jedes Hochwasser, jede Katastrophe ist die Stunde der Exekutive. Bislang bemüht sich die Staatsregierung nach Kräften, alles zu tun, was erforderlich ist, um die Situation in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass heute ein großer Tag für die Politik war, weil es war sich alle Parteien sehr, sehr einig. Natürlich auch mit der überzeugenden Rede unseres Ministerpräsidenten, der sich die ganzen Krisen vor Ort angeschaut hat. Er hat ganz deutlich gemacht, wir müssen schnell und unbürokratisch helfen. Wenn so ein Ereignis kommt, dann hat jeder die schnellen Rezepte. Ich würde mir wünschen, wenn Politik etwas kontinuierlicher agieren würde und diese Themen auch dann auf der Agenda stehen, wenn es nicht gerade zu einer Katastrophe kommt. Also bei uns ist die Situation im Landkreis Deggendorf sehr, sehr schwierig bis dramatisch. Ich muss sagen, dass man natürlich die weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen vorantreibt. Ich habe mich persönlich im Landkreis Regensburg sehr eingesetzt, dass wir die Projekte durchführen. Wir sind in vielen Bereichen noch nicht ganz fertig und da braucht man noch weitere Mittel. Das ist wichtig für die Zukunft. Bereits am Vormittag tagte der Gustl-Mollat-Untersuchungsausschuss. Warum wurde den konkreten Hinweisen des vermeintlich Geisteskranken nicht nachgegangen? Hinweise zum Thema Schwarzgeld. Gustl-Mollat, die Meinungen der Parlamentarier dazu waren gespalten. Also mit Sicherheit ist Gustl-Mollat ein Opfer der Justiz geworden. Aber das heißt nicht, dass er persönlich nicht auch unter anderen Voraussetzungen da gelandet wäre, wo er jetzt gelandet ist. Das weiß ich nicht. Aber wie mit dem Fall umgegangen wurde, das war äußerst bedenklich. Wenn die Berichterstattung, die am Montag gelaufen ist, von der ich jetzt auch nur gehört habe, ich habe den Bericht selber nicht gesehen, dann wirklich sich der Wahrheit entspricht, dann muss dringlichst gehandelt werden. Und ich bin dann auch ziemlich entsetzt, da sowas in der bayerischen Justiz vorkommen kann. Wir haben Gewaltenteilung. Die Judikative, das ist das Gericht, die haben die Möglichkeiten entsprechend zu ermitteln, die Legislative und die Regierung, und wir sollten uns da raushalten. Das sollten die Gerichte entscheiden, die sind dafür da. Tatsache ist, dass Fehler passiert sind von Seiten eventuell der Finanzbehörden, von Seiten der Justiz, und diese Fehler müssen aufgearbeitet werden. Hier sitzt ein Mann seit vielen Jahren in der Psychiatrie, ohne entsprechend untersucht worden zu sein. Alles, was da rauskommt, macht Katastrophenstimmung. Das möchte ich gern ausdrücklich sagen. Was ist man ausgeliefert, wenn ein, der, ich sage jetzt aus der Sicht der Bevölkerung, falsche Staatsanwalt oder das falsche Gericht erwischt, was einem da passieren kann? Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Justiz intern, und das glaube ich ist ganz wichtig, das Tempo anzieht und von sich aus dafür sorgt, dass das Misstrauen, das so ein Fall weckt, möglichst schnell beseitigt wird. Der Fall Mollat wird noch bis Mitte Juli für Aufregung sorgen. Dann will zumindest der Parlamentarische Untersuchungsausschuss seinen Bericht vorlegen. Und fast beiläufig schlichen sich die ersten Sonnenstrahlen seit Wochen ins Hohe Haus. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.